In ons leven passiert vaak dat we tijden beginnen, doen we einfach mal irgendwas zullen doen. En dat kan zijn over onze financial dingen, over geld, schuld. Kan zijn dat iemand niet gezond is, je veel mal wat te checken of te doen. Veel einfach mal bloß irgendwo wat aan te vangen en ons op te merken dat we dat wat doen. Ja, die dat nog mal zo. Mein Name ist Jahn, Hiebert, Februar, den 1. Werbe nicht lüre, was der rechte Zeit kommt. Sie, dort ist vielleicht Krieg das Problem. Ich manchmal, ich war Dinge versieme, war ich so nah weit, dass alle gedun war. In scheinbar wacht der Mensch natürlich, sondern ich, dort Gott wird nach der rechte Zeit, was du bringen. So jeder Menschen, die du mit sich selbst Probleme haben, sie wollen noch, sie wollen noch einmal einen Tag, und aber sie kommen keinmal nicht bei dir. Wenn ich dir komme von der Wahrheit sage, und du deine Uhr was aufmerke, was ich zu sagen habe von meiner inneren Erfahrung, dann kann ich dir von der sagen, soll je länger wieder Dinge abschieben, soll je schwander, wo du zu kommen. So vielleicht ist es, wenn wir checken, was sagt die Bibel uns, was wir tun sollen, was wir mal checken. In Galater, Kapitel 6, Vers 19. Sagt der Apostel, lasst uns aber Gott tun und nicht meid werden, dann zu seiner Zeit, dann wo wir auch an zu uns abhören. Als wir dann nur Zeit haben, so lasst uns Gott tun an jedermann. Das müsste aber, da wird mit uns den Seelen Glaube haben. Hier auf Paulus uns der Abgabe, lud uns Gott tun und nicht meid worden. Meid worden ist hier nicht, dass wir unbedingt bloß körperlich worden meid worden, aber meid worden von dieser Arbeit zu tun, dort uns so zum Sagen dort ein Olet Wort oder überhaupt nicht jank hat. Ich tue manchmal Dinge, manchmal Dienste und Arbeiten, die mich nicht jankere. Ab China war ich jankere mit dir. Aber ich weiß, ich habe die Abgabe und ich sehe einmal, dann, wenn ich das tue, schwinde das alle tun, nun werde ich das mal tun und dann komme ich mal einmal mit Eva. Und dann sage ich dir, dann zu seiner Zeit, wo wir auch ernten ohne Abhier, die sehen, die wird unaussprechlich gut sein. Und verstehen sage ich, willst du wieder eine Zeit haben? Die englische Bibel sagt, wird so sein, willst du wieder Gelegenheit haben? Sie du machst mich für abhören. Gott schickt ein Teil Sachen, ein Teil Schwierigkeiten, ein Teil Sehnungen an uns Leben an, uns Druck zu merken, uns unterstrengen, dort wo du mit deinen Kindern, wenn wir in der Bibel checken, dann merken wir von sich selbst und auch von der Apostel, wo sie einmal alle Wege würden gehen. Und irgendeine Zeit haben sie dann einmal einen Mensch, eine Person, an ihr Leben mit schweren Sache, irgendwas, wie ganz was schwierig. Und du könntest einmal kracht, was das Fall sagt, willst heute je länger tot, Gott zu tun, dann könntest du kracht, je länger nehmen, dort Gott auch zu tun. Und so eine je länger hätte ich kriegt, du nicht auch sehr viel. Und, lieber Freund, weil wir nicht lüren, weil wir dich aber in Betracht nehmen, wenn die ab unseren Weg tun, dort wo die, du Gott zu tun, nu willst du wie Tita, will das Lohn, wat groß sein, wann bei der Donne. Dann sag ich da, lot uns Gott tun. Und jeder Mann, so das spielt dann nicht mal eine Rolle, ob das einer von uns in Kirche ist, oder ob das ein Mennonit ist, aber das sag ich an jeder Mann, jeder Mensch, den wir begegnen tun. Und ganz besonders sag ich der Apostel Paulus an dich, wat den Seelen Glauben haben. Du meinst, nicht bloß den Glauben, dass der Rheinländer glaube oder die Sommerfalder oder die was immer. Viel mehr sagt er, der wird den Glauben Jesus Christus haben. Dann und da selber dort immer bewiesen, dass wir mit ihrem Top bereit an sich zu sein. So, liebe Freunde, du hast viele Gelegenheiten, jemanden zu tun. Und der Herr sagt, dann dauert auch dort das Gottes Wort frisch für dich von dir.